Wisst ihr eigentlich, dass ich jedes Mal dieses freudige Stöhnen von mir gebe, wenn ich dieses Spiel, wenn ich die Aufnahme starte quasi? Habt ihr es bemerkt? Es ist wieder Zeit. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Willkommen zu einer neuen Folge Dodo und Wolves. Zu einer neuen Folge Alpha 18 7 Days to Die Experimental. Wir sind in Tag 12. Er hat gerade begonnen. Ich habe die Nacht jetzt quasi nur verbracht und ein bisschen ein bisschen gecraftet. Hier zum Beispiel, ich habe mir hier, ihr seht hier eine Iron Fire Axe und Sharpfell. Übrigens gab es ja ein Update. Und das Update hat mir quasi alle, alles, was ich im Inventar hatte, war low. Also nicht low, es war quasi leer. Es war leer, nicht low. Es war nicht low, es war leer. Alles, was Durability hatte, sogar in den Kisten. Also musste ich mir das mal ganz schnell wieder ordentlich machen. Deswegen ist alles voll. Also, ja, kann es halt nicht halb reparieren. Wisst ihr Bescheid. Wahrscheinlich ging es da jedem so. Keine Ahnung. Aber ansonsten läuft es eigentlich bisher ganz gut so, auch von der Quality hier. Ich werde übrigens das Haus, ich werde den Rat des blauen Wolfes befolgen und das Haus abreißen und einen Bunker, also quasi so eine Art Schutzenbunker drüber bauen, über meinem Bunker. So ist mein aktueller Plan. Natürlich werde ich das Haus peu à peu abreißen. Unter Umständen seid ihr auch stellenweise nicht mit dabei. So kannst du halt machen. Könnte halt mal Kettensäge ausprobieren. Ich habe die ja extra geholt. So, heute ist eigentlich angesagt. Ich wollte. Ach, da, genau, den wollte ich nochmal sehen. Ich brauche Mechanical Parts, weil ich habe Minibike den Skill gelernt. Ich dachte, das war ja auch super. Der ist scheinbar durch. Kann ich den jetzt nehmen? Ja, GG. Okay. Minibike habe ich gelernt, also brauche ich mehr Kram hier. Und deswegen werden wir mal ein paar Autos zermöbeln. In der Hoffnung. Ach, und ich habe dieses Ding hier. Das ist so schön. Pass auf. Ja. Was war das denn? Kannst du es mal erklären? Hä? Was war das? Keiner kann es sagen. Autos zu auseinandernehmen. Wir brauchen einen Motor. Wir brauchen Reifen. Wir brauchen Mechanical Parts. Electrical ist jetzt nicht so wichtig. Aber... Und Benzin. So, und da haben wir auch schon ordentlich... Ach ja, und diese Federn. Die kriege ich auch aus Betten auf jeden Fall. Aber Mechanical Parts gibt es hier ordentlich. Das ist gut. Das ist die Idee, warum auch immer ich sofort wieder... Kohle ist da auch drin? Oder wo ist denn jetzt Kohle? Ja. Das ist ja komisch. Oh, Headlight, das ist ja geil. Cool, ein Radiator auch. Na, das ist doch eine Nummer. Dann machen wir das immer so. Die Hike absichtlich gemacht, den Radiator. Und jetzt greife ich jetzt einfach mal. Die Cloth Fragments kommen weg. Die Kohle brauche ich unbedingt. Papier kann weg. Wir müssen ja eigentlich stacken denn alles. So, dann wollten wir auch den bauen wir den da hinten auch ab. Quatsch. Ja, das Auto hier, aber dann looten wir mal da hinten den wahrscheinlich den Bestatter. Ich denke mal, ist der Bestatter oder so. Dann sehen wir weiter. Ach, und ich habe unten ein bisschen aufgewertet mit Metall, also mit Iron. Und habe richtig XP bekommen. Also wirklich aufwerten gibt ordentlichst XP. Wenn ihr euch wundert, hier, ich habe eine Lampe. Ich habe diesen hässlichen Scrap-Helm gemacht. Und da habe ich eine gefundene Lampe eingebaut.
Ich denke, das ist eine gute Idee. Was bist du? Du bist Led, ne? Ja. Irgendwo hier war meiner Meinung nach auch mal Podestia. Hatte ich hier auf jeden Fall irgendwo abgebaut. Wahrscheinlich werde ich das nicht wiederfinden, weil ich das nicht wusste, mit dem unter dem Stein findet man noch mehr. Ist da noch ein Motor drin? Da ist noch ein Motor drin, also. Und? Kein Motor. Dafür Mechanical Parts ohne Ende, das ist richtig gut. Und dich ist richtig gut. So, dann schauen wir mal hier. Gehen wir hier mal einmal durch. Nee, so war der eigentlich gedacht, Mensch. Was ist das? 7000. Okay. Ich hätte mal hier. Ich habe überlegt, die Stun-Buttons nochmal zu skillen. Dass ich die auch herstellen kann, aber ehrlich gesagt ist mir erstmal. Die kenne ich gar nicht. Das war nochmal der letzte Zocken. Das Zombie-Modell kenne ich gar nicht. Ah, okay, also ist schon so. Das ist so eine Art. Wow! Jus. Nehmen. Grind Alkohol und ein bisschen Kohle. Die lasse ich mal hier. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt und könnte mal irgendwas. Das Leder. Nice. Ist da offen? Das unlocked? Hier auch. Das ist schon der Bestatter, oder? Munition, sagst du? Okay. Muss ich halt machen. Muss ich halt machen. Hallo. Okay. Dann ziehen wir einmal hier durch. Aha, und das sind Munitionsgeschichten. Ach, die Knuckles, das ist. Da habe ich aber auch keinen Bock drauf. Okay. Können wir hier was schön rausholen aus der Kasse? Electrical und noch was anderes? Nope. Ah. Mich würde nicht wundern. So ein Ding, mal ein Zombie rauskommt irgendwann. Gut, Stil. Da geht's nach draußen. Kann es sein, dass das, ja. Sieht aus wie so eine, ein Questhaus irgendwie. Oh nein. Geil. Ich, also mit Fischen ist sehr gut. Muss ich wirklich sagen. Das ist echt endlich mal. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, dass diese Alpha funktioniert. Das muss ich echt sagen. Ihr wisst ja. Bei 7 Days, da kannst du auch mal, kannst du auch echt hart daneben liegen. Oh. Oh.
Ho. Poppenpilz. Und zwar nothing. Richtig nice. Also ich könnte das Wasser trinken und das kann ich tatsächlich hier lassen. Das bringt mir nämlich nicht weiter. Pumpkin Seeds werde ich mal mitnehmen. Was brauchen wir noch? Nicht Papier. Wir brauchen noch nicht Steel Tool Parts. Ne? Das ist nice. Die können weg. Polymer, weiß ich, wie es Wort ist. So. Ich glaube, da kommen wir erstmal mit um. Übrigens, meine Axt hier hat auch einen, den hier. Den habe ich beim letzten Mal beim Trailer gekauft. Hier dieses, hier ist noch irgendwas. Irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Worn Boots, ne. Nehme ich den hier jetzt immer? Ne, dann kriegt man jetzt Wood. Oh, gib mir mal was Schönes hier. Yeah. Use, you can cut through the ashes and find saviors faster. Damage to coal and burnt wood. Wow. Und ich kann eine Crossbow-Schematik. Das ist nice. Das ist geil. Ist eine Treppe nach oben? Okay. Und da ist ein Beaker. Da ist ein Beaker. Nice Witch. Hat jetzt noch mehr. Okay. First Aid Kit. Ah ja. Okay. Gehen wir da jetzt noch einmal hoch? Wollte nur Hallo sagen. Hallo. Das brauche ich, das Zeug. Das brauche ich leider. Das ist wichtig für mich. Und das ist jetzt komisch. Okay. Das war alles schon hier. Ah. Na gut. Den hängt doch, oder nicht? Ja, alles klar. Dann ist nur noch der Garten, meine ich. Wie kommt man in den Garten hier? Ach geil. Schwierig. Okay. Ah, immer auch irgendwie close, ne? So eine Geschichte. Immer irgendwie auch close. Das mag ich jetzt wegen Health. Eine Bandagerin. Ertrinken. So. Ja, nice. Aber das Forged Iron will ich gerne mitnehmen. Wobei ich eigentlich relativ viel zu Hause habe. Ich glaube, dann nehme ich den pinken Dye nicht. Okay. Munition. Munition. Jergot. Nein, 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 nein. Das muss alles hier bleiben. Ja, muss alles in meiner Tasche bleiben. So weit. Okay. Da, das Papier brauche ich tatsächlich nicht. Später. Da ist nichts. Den machen wir als letztes drauf.
Oh, aha. Elektrische, irgendwas gelernt hier. Ich denke mal so ein Verweiterer. Und nö. Ich habe so ein Gefühl, dass hier auch noch einer ist, aber wahrscheinlich nicht. Von daher verlassen. So, und das ist sehr fett. Und eine AK. Ja, Leute. Da findet ihr doch glatt eine AK. Da kannst du dich doch nicht beschweren. Also, wir hätten jetzt gerne so. Da würde ich gerne die modifizieren. Dann kann ich die AK mitnehmen. Den und den. Noch ein 8-Fach-Scope. Okay, cool. Das Wire-Tour behalten wir. Pumpkin Seeds. Hier, die sind leicht herzustellen. Da hätten wir gerne den Shotgun Choke. Komm. Gib mir mal eine Idee. Tja, in Wasser könnte man den wahrscheinlich auch hier lassen. Where? Ne, haben wir bildet. Schade. Humble. Wer wird den? Wanderer. Kommen wir ab. Wir bringen den Scheiß immer nach Hause. Und sind wir safe. So kann ich gehen. So mag ich das am liebsten sogar. Schade, dass sie nicht durchgehen. Na also. Das ging hervorragend. Boah, ey, das ist wirklich so. So langsam laufen macht nur echt ja keinen Sinn, aber gut. Keine Mechanical Parts. Schade. Gut, Leute, ich schlepp mich nach Hause. Wir sehen uns gleich wieder. So. Wir haben es geschafft, hat nur irgendwie 1,5 Jahre gedauert, wieder nach Hause zu kommen. Nice job, dude. So, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt hier? Den Choke lassen wir hier, die lassen wir hier, die. Ach, das sind die Arrows, lassen wir hier. Gucken wir gleich mal nach dem Dingens. Lass ich das alles hier? Ja. Ich lasse das erstmal hier. Ich packe das erstmal aus. So. Und dann können wir immer noch wieder auffüllen. Das Magnet nehmen. Das behalte ich mit. Hier. Ein Beaker. Determinate. Da brauchen wir noch mehr. Gut. Und dann hier. Den Beaker ins Feuer. Was können wir denn jetzt hier machen? Chemicals, Antibiotics, Grain Alkohol können wir machen aus Cornmeal und Bottled Water. Okay. So viel steht fest. Steel Tool Parts habe ich jetzt schon 8. Okay. Kohle 400. Mechanical Iron. Headlight. Der ist auch hier. Brass. Zack.
Die würde ich gerne mal kurz in die Hand nehmen. Und so fühlen, wie sie ist. Ja. Das ist nice. Das ist nice. Ja. Aber so weit bin ich noch nicht, würde ich sagen. Denn, gut, warte mal. Hier ist eine Schaufel. Noch. Ist hier noch irgendwas? Schippenmäßig? Nee. Die machen wir hier hin, das machen wir hier hin, das machen wir da hin. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Bisschen Platz ist gut. Das, das. Forge Steel, wie viel haben wir? 15. Nehme ich die Ketten sie jetzt mit? Brauche ich die? Erstmal nicht. Erstmal brauche ich sie nicht. Den Splint nehme ich auf jeden Fall mit. So, Waffen. Ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet. Den Wooden Bow, so ein Hunting Rifle. Ist da was, den Bow lasse ich mal hier. Dafür nehme ich die Pistole an. Ne, Schrotze. Pistole lassen wir hier. Genau. Das ist falsch. Hier hört es nicht hin. So, so. Das nehmen wir mit. Pistole, das, alles klar. Den Hammer lasse ich hier. Alrighty, wenn dann würde ich sagen, wie spät ist es? 12 Uhr. Kommen wir gleich wieder los. Ich nehme nochmal ein paar Medikamente und zack, können wir auch schon los. Wir brauchen mehr Stuff. Ich würde gerne noch viel mehr lernen an Sachen, aber ich glaube, meine Stadt ist da nicht so geil für. Aber was mir gerade einfällt ist, dass wir hier ja... Nee, wartet nicht in... Ja, das ist doch in unserer Stadt, oder? Wo sind wir? Hallo, hallo? Da oben. Irgendwie ist die Karte heller geworden. Das liegt aber nicht an mir. Hier. Hier hinten. Da ist mein Fahrrad. Da ist mein Fahrrad. Da fahren wir mal hin. So. Ich werde nämlich ein Militärlager. Genau, wir gucken uns jetzt mal erstmal nochmal ein Militärlager an. Vielleicht. Huha. Vielleicht geht da was für uns. Ich muss mal meine Mauspad ordentlich hinlegen. So. Ich meine, ist ja schon wieder Tag 12 fast durch. Und das bedeutet ja so viel wie... Das ist auch ein Riesenhaus, ey. Tag 12 durch bedeutet ja so viel wie... Tag 14 ist schon wieder ran. Bedeutet das. So. Nehmen wir uns erstmal die Kleine oder wollen wir gleich... Die... Ach, wieso nicht, ne? Wie spät ist denn das? Die schaffen wir heute eh nicht komplett, aber... So. Ist jetzt nicht so weit von da bis hier, aber ich könnte trotzdem eigentlich ein Dings legen. Eine Bad Roll. Was braucht die? 10. Hast du mich erschreckt? Was ist los? Ach ja? Ehrlich? Na, jetzt geht's ja ab hier. Jetzt geht's ja ab. Komm, wir gehen hier rein jetzt. Okay, wir warten noch ganz kurz.
Da kommt Stamina. Noch einer? Nicht ganz fair, mein Freund. Nicht ganz fair war das. Habe ich ausgepackt. Ah, das ist jetzt ein bisschen dumm. Gebe ich zu. Das ist jetzt ein bisschen dumm, aber ich glaube, wir machen es trotzdem. Stimmt, ich habe die ja ausgepackt. Die habe ich nicht nachgeladen. Wow. Wir gehen jetzt trotzdem rein. Wir fragen einfach mal, was los ist. Ach ja, super. Mhm. Okay, den schaffe ich mir noch. Ja, weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen, aber wir probieren es jetzt einfach. Da ist ein Wolf. Einfach mal ein Wolf, sagst du. Ich bin ein bisschen, bisschen gespannt. Muss ich zugeben. Was mich hier erwartet. Man sieht schon sehr geil aus. Bisher. Achso, die kann ich also alle nochmal looten. Group A. Oha. Oh Mann. Hui. Das ziehen wir jetzt durch. Ich muss nur ein bisschen Muni noch finden. Das war der hier lag, glaube ich, ja. Das war ein bisschen bitter. Der blutet quasi nicht. Oh nein. Okay, noch einer. Ich hätte gedacht, dass ich hier vielleicht irgendwie Munition oder sowas finden könnte. Ich forge mich ja nicht, ehrlich. Ich weiß, ich hab da was liegen lassen, das hol ich mir gleich noch. Der ist offen. Take it, read it, accept it. Oh, den finde ich gut. Der Rest ist Schrott. Pure Mineral Water. Hat jetzt ein leeres Glas tatsächlich. Da hinten ist noch einer. Wir gehen jetzt erstmal nochmal rum, gucken hier nochmal hoch. Das ist ein Nest. Das brauchen wir jetzt nicht. So Leute, wir sehen uns gleich wieder. Quasi nächste Folge. Ich weiß, aber es war ja klar, es wird nicht ganz schaffen. Also, bis gleich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier zuschaut. Bis gleich.